Eine sehr bekannte Pflanze, von der aber die wenigsten wissen, dass sie besonders die männliche Sexualität und Leidenschaft stärkt, ist die Brennnessel. Die Brennnessel an sich erkennen ja die meisten, denn man hat einfach schon mal Begegnung mit ihr gemacht. Die wenigsten wissen aber, dass sie eine zweihäusige Pflanze ist. Das bedeutet, es gibt Männchen und Weibchen auf verschiedenen Pflanzen. Und so ähnlich wie beim Menschen bestäubt die männliche Pflanze über den Wind das Weibchen und die richtigen Samen bilden sich dann auf dem Weibchen, die fortpflanzungsfähigen. Man kann sie auch sehr gut unterscheiden, denn die Männchen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein profaner Vergleich oder eine Eselsbrücke, aber man kann sich es ganz gut merken, bei den Männchen, da sind die Samenstände richtig hoch hinauf abstehend. Und bei dem Weibchen, da hängen die Samenstände eher herunter und sie haben auch ganz zarte weiße Narben, auf denen sie eben den männlichen Samen empfangen. Beim Männchen sieht man auch noch, dass es eher gelbliche, semmelartige Samenstände sind. Und eben das Weibchen ist zarter, heller, weißlicher und die Samen, die dann geerntet werden, die Brennnesselsamen, die hängen dann richtig bräunlich, wenn sie reif sind, herunter, kann man wunderbar sammeln und sind wirklich eine tolle Ergänzung. Früher hat man sogar Pferden Brennnesselsamen ins Futter gemischt, bevor man sie verkauft hat, denn sie werden dann wirklich so ein alter Gaul, wird dann plötzlich wieder zu so einem jungen Hengst und so eine ähnliche Wirkung hat die Brennnessel einfach auch auf den Mann. Die Signaturenlehre sieht es auch schon ein bisschen so, denn es ist eine sehr stachelige Pflanze, also marsianisch, dieses männliche Prinzip ist in der Brennnessel verankert und es enthält ganz, ganz viel Protein, besonders die Samenstände. Und auch ganz viele Mineralstoffe und Vitamine schmecken wirklich super nussig, die Brennnesselsamen. Man kann natürlich auch die Blätter den ganzen Sommer über ernten, aber ganz besonders die Samen der Brennnessel sind wirklich eine Delikatesse. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein weibliches oder ein männliches Exemplar vor sich hat, macht es auch nichts. Selbst wenn man es verwechselt, macht das, sozusagen ist es nicht schlimm. Man kann beide verwenden, aber die besten Samen sind dann sozusagen die befruchteten weiblichen Samen, die dann schon so bräunlich herunterhängen, einfach ein paar Tage auf einem Geschirr durchtrocknen und man hat dann den ganzen Winter einen aphrodisierenden Brennnesselzusatz, den man einfach über das Müsli oder in den Salat streuen kann und so ja, sich den Sommer und die Frühlings- und Sommergefühle einfach noch in den Herbst und Winter mitnehmen kann. Schauen Sie mal draußen, es ist wirklich spannend zu beobachten, wie eben die männlichen Samenstände so nach oben abstehen, die weiblichen eher herunterhängen und noch zarter sind. Wenn Sie draußen sind und schauen, werden Sie auch manchmal sehen, eine Gruppe männlicher Brennnesseln und ein Grüppchen weiblicher. Eher selten, dass sie wirklich direkt nebeneinander wachsen, denn über ein paar Meter kann die Bestäubung über den Wind gut vonstatten gehen und wenn wirklich die Sonne scheint und der Wind geht, dann sieht man manchmal bei den männlichen Samen sie richtig aufplatzen und wie kleine Rauchwolkchen, wie wenn da eine kleine Fee sitzen würde und eine kleine Zigarette rauchen würde, ziehen dann so die Rauchwölkchen in der Natur bei ihnen vorbei. Also viel Freude mit der Brennnessel und viel Vergnügen.